Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind hier immer noch mit unserer doch sehr stylischen Rüstung. Ich glaube, die werde ich immer wechseln, wenn wir in warme oder in kalte Gebiete gehen. Das passt einfach. Das hat schon ein bisschen Feeling, ein bisschen so ein tiefen Feeling des Spiels, rückt das so ein bisschen in mir gerade. Ich finde es so schön, wenn man einen Satz beginnt und ich weiß, wie man den weiterführen soll und dann einfach etwas dazu dichtet. Das ist so schön. Da kommen manchmal so schöne Satzbauteile dabei raus. Das finde ich eigentlich ganz nice. Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Och nee. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. A Stormbird. War das Stormbird? In Englischen? Ne? Ich habe keine Ahnung. Gehärteter Pfeil. Ich glaube, wir gehen mal einfach mit dem gehärteten Pfeil ran. Wobei ich eigentlich schon ganz gerne mit dem Zersprengerpfeil vorher draufballern würde. Muss ich ganz ehrlich suchen. Habe ich getroffen? Also, normalerweise sollte ich getroffen haben, aber habe ich getroffen? Ich mache mal. Ja, ist klar. Dreifach. So. Wenn ihr das nicht umbringt. Nein! Getroffen! Groß wie ein Grauhabicht und mit Strom geladen. Kein leichter Gegner. Ich treffe den Wälder nicht. Verdammte Scheiße. Ich will den fucking Wälder treffen. Nein, pfui. Alter, ich bombardiere den nicht. Also, wir müssen eigentlich auf die Flügel schießen, oder? Auf seine Düsen, auf seine komischen. Seine komischen Düsen. Weil wenn wir die kaputt kriegen, dann. Nein, geh weg bitte. Aber. Pfui. Nein, lass das. Wow, ich hab vergessen, Heiltränke zu kaufen. Oh, Rayon, du bist ein schlauer Dulli. Wenn wir ohne Heiltränke hinkriegen, bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir nicht sicher. Nein, werden wir nicht. Wow! Weg! So, ne. Kriegen wir es noch nicht hin. Ich versuche mit Frostbomben. Meine Geheimtaktik. Mit den Einfrieren mache ich fucking viel Schaden. Geh weg mit deiner fucking Schockmauer! Oh nein! Ey, Leute! Was machst du denn? Warum bin ich? Aua! Ja, ist okay. Ja, wirf mich runter, mach Abgrund. Ja, ist okay. Geh weg! Fucking Sturmvogel! Ich muss ihn noch einmal mit so einer fucking Grenade treffen. Alles versaut. Mann! Ich hatte den schon fast voll Eis. Oh shit! Oh! Nee, bitte nicht. Geh weg, geh weg. Ah! So! Voll Eis! Alter, soll das schon längst voll Eis sein? Sind wir denn heute noch voll Eis? Wir sind voll Eis. Wir sind voll Eis. Ich krieg den so nicht down. Ich muss doch nicht, dass ich den fucking Behälter ja nicht treffe. Ich schieße hier mit Dreifachpfeilen. Lass das bitte. Den Wälder habe ich sowas von getroffen. Was will ich jetzt? Aua! Der ist okay. Hala! Diese Sturmvögel! Das ist einfach so. Oh nein! Abgrund! Lass das bitte! Wow! Teil. Nein! Gönn dir, Ella. Gönn dir einen Stärkungstrank. Ist okay. Shit! Fall ich jetzt runter? Den Sturmvogel nicht down. Ich muss doch nur diesen Fuck. Behälter treffen! Ah! Ich
zieh doch schon auf diesen. Dieser fucking Alter, er macht mich so. Er macht mich fertig. Nein! Wirf mich den Abhang runter. Wieso wusste ich das? Mann! Sturmfall war doch nicht so schwer, den haben wir doch immer so easy hinbekommen. Was ist denn los? Was habe ich falsch gemacht? Irgendwas übersehen? Was war nochmal die Strategie beim Sturmvogel? Den habe ich ja gerade gar nicht runtergedamaged bekommen. Finde ich nicht sozial von dem. Jetzt haben wir Full Life. Das Blöde ist kein Halt. Doch, wir haben einen Heiltrank zurück. Cool. Okay, ich würde sagen, wir nehmen unsere Strategie wieder mit. Unsere Strategie wieder mit scannen. Finde ich sozial, dass ihr auch wieder gerespawnt seid. Da gab's ja so ein krasses Feature. Komm mal her, mein Freund. Ich brauche mal deine Hilfe, dicker Arschi. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission, Alter. Komm her, Dicker. Das ist so ein Vögelchen. Das hat mir gezwitschert. Das will Stress. Und wir beide werden jetzt das erwidern. Kommst du mal bitte her? Ich brauche deine Hilfe, Dicker. Ein bisschen weiter noch. So ist das fein. So, ich hab gehört, wir beide gehen jetzt auf die Barrikaden. Doppelt so groß wie ein Grauhabicht und mit Strom geladen. Kein leichter Gegner. Du hast jetzt die Mission, den einzufrieren, okay? Oh. Komm schon, hau drauf! Okay, eigentlich sollte sich. Ist das dem Wächter sein Ernst? Es ist jetzt eigentlich nur fucking Ernst? Ihr stört gerade, aber dezent! Dezent stört ihr gerade! Fuck you! Alter! Der Grau habe ich den weggewreckt! Hey, hat er mein Dulli schon tot? Nein. Falsche Richtung, Kollege! Hey, Alter! Kollege! Falsche Richtung, da oben ist der Feind! Aua! Wo ist der? Alter! Geh doch weg mit deinen Nahkampfs. Ich glaube, da mal jede einzelne Rüstung von deinem Scheißkörper. Da kannst du mich. Ah! Dräng mich doch nicht schon wieder zum Abgrund, verdammte Scheiße! Nein, ich spring sogar selber hin! Leon! Nein! Dieser fucking Sturmvogel! Mann! Mit diesen blöden Ab. Das hasse ich an Maschinen. Maschinen können so viel Schaden machen, wie sie wollen. Aber Rückstoß. Okay, es gibt noch was Schlimmeres wie Rückstoß. Stun-Effekt, wenn man sich kurzzeitig bewegen kann. Das ist noch schlimmer. Aber Rückstoß ist schon eins, was ich richtig abfucken finde. Aber jetzt sagen wir nehmen die ganze leckere Strategie wie vorher nochmal. Alter! Eine ganze Folge für einen Kampf. Das geht doch nicht, Mann. Rayon! Wo sind deine Skills? Ich spiele auf schwer, wohl angemerkt, ne? Also, entschuldigt ein bisschen meine Vorangehensweise hier. Ja, ist klar, ja. Räum mal den Weg frei. Wir brauchen den Platz gleich für den Kampf. Ist okay, also, du verstehst mich. Nein, du willst keinen Stress mit mir. Du willst Stress mit dem Tutti da oben, mit dem Gefiederten. Hab ich gehört. Hat man mir so gezwitschert. So. Ich hab gehört, wie ich heute einfach gehört habe, ne? Der würde sich gerne ausziehen. Der würde sich gerne von seiner Rüstung verabschieden. Der würde sich gerne von deiner jeglichen Rüstung verabschieden. Fallen da immer noch Teile ab oder haben wir's? Wir haben es, glaube ich. So, dann würde ich sagen, Strategie Nummer 2, Eisbomb. Aber dann schade ich meinem Dulli, da wird er aggressiv. Das ist keine gute Idee. Ja, also geh auf mich! Da ist ein größerer Ausschied, der wahrscheinlich gefährlicher wird wie ich. Ich hau schon wieder zum Abgrund, merke ich gerade. Das ist leicht gefährlich. Alter. Lieber Hilfe, kannst du mir mal hier bitte helfen?
ja ganz ätzend. Okay, das macht schon ganz gut Schaden, aber wie viel Leben der Scheißendreck einfach hat. Das ist echt nicht mehr feierbar. Ich kann nicht so hoch zählen, du Biskop! Komm runter hier! An der Ordnungsflug! Ah! Beschütz mich, Kumpel! Roll unter dich! Alter! Jetzt komm ich mit diesen dreckigen Kleinen! Geh weg mit deinem fucking Schild! Kannst du mich machen? Ich kämpfe jetzt mit Feuer, ich hab keinen Bock mehr. Bei Sturmvögeln habe ich immer noch nicht wirklich eine Strategie. Aber das scheint zu funktionieren. Ja, hui! Nein! Lass das! Ah! Das ist so ein kleiner Behälter, den will ich haben, verdammte Scheiße! Ich will Damage machen endlich mal! Aua! Heilung! Stärketrank! Stärketrank! Nimm den fucking Stärketrank! Hallo? Wie verarschen, ey, du? So, Alter, der macht zu viel Schaden auf schwer. Ich hab doch schon so eine meine OP-Rüstung nicht an. Ryan, du bist so ein intelligenter, kleiner Wichskopf. Alter. Richtiger Schock. Mir fällt gerade eins auf. Ja, komm auf mich zu. Mir fällt gerade eins auf. Vielleicht sollten wir doch mal wieder unsere OP-Rüstung anziehen. Obwohl, hier habe ich Schockschutz. Hier nicht. Ey, macht die mehr Sinn? Die macht mehr Sinn. Ja, die macht einfach mehr Sinn. Mir fällt gerade auf. Notizbuch. Maschinengedehn. Was wollen wir denn? Sturmvogel. Der ist zähmbar. Entsperrt. Zeter. Wir müssen gegen den nicht kämpfen, wir könnten einfach überbrücken. Okay, wir werden uns gleich bei der nächsten, im nächsten Versuch gegen, mit ihm verbünden. Das ist, glaube ich, eine Idee. Nimm den fucking Halt von den Sachs. Es sei denn, wir kriegen ihn doch noch down. Was ich bezweifle. Unser Dulli hat gleich auch schon das Zeitlicht besenkt, ne? Hau dir deine Flügel! Ey, Leute! Ernsthaft! Soll ich... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder Ela? Wie soll ich hier wieder hochkommen? Verdammt! Ja, baller auf mich! Ein Stromstoß und der ganze Wasser steht unter Strom und dann passt er. Dann hast du gesiegt, mein lieber Sturmvogel. Verpiss dich, du kleiner Pisskopf! Ich bin gerade schutzlos, das ist unfair. Alter! Der Cheater! Das ist Cheaten! Hör auf! Verschwinde! Alter, hier, ein Rückschuss und ich bin down, ne? Ah! I'll be back, motherfucker! Boah, das war episch. Eher läppisch wie episch. Hä? Jetzt cheate ich? Was sagst du jetzt, hä? Jetzt bist du buff, ne? So, ich schieße auf deine doofe Düse hier. Was er Schaden macht. Ich bin beeindruckt. Scheiße, er hat's gemerkt. Scheiße. Oh nein, bin weg. Ey, ich bin weg. Hör auf. Hui. Ah. Alter. Ich hasse Stun- und Schockeffekte. Ich hasse allgemein die Effekte von Sturmvögeln. Sturmvögel hasse ich. Donnerkiefer könnt ihr mir drei hinstellen. Alles kein Problem, aber... Sturmvogel. Nein. Ja, Mann. Sei gestunt. Sei gestunt. Nicht da oben. Du bist denn gerade da umgestammt? Wenn wir den jetzt noch down kriegen, dann brauchst du nicht erzählen. Alter, ja, ich hab sein Schockherz getroffen! Scheiße! Auf seinen Maschinenkern, ja, yeah, Mann! Das war's! Du willst noch einen Schuss? Alles! Klar! Der Dulli will nicht sterben! Komm runter, ich kann's doch nicht zielen! Alter! Verarsch mich nicht! Aber jetzt! Ah!
Das war's, mein Lieber. 15 Minuten für dich. Jetzt kriegst du... Wisst ihr was? Wenn wir das schon bekommen, dann hauen wir das auch einfach gleich drauf, oder? Schockschutz. Du hast 25% Schockschutz. Was ist das denn? Okay, hier haben wir noch plus 28 und da hätten wir noch Eisschutz und Nahkampfschutz dabei. Okay, bringt nicht ganz so viel. Verderbtenschutz wäre natürlich auch geil. Was haben wir denn vorher drauf gehabt? Ey, das ist besser. Ja, lassen wir das so stehen. Kristallgeflecht. Oh. Nett. Komme ich denn hier auch wieder hoch oder sind wir jetzt forever on this hand gefangen? Nein, ich komme hier wieder hoch. Sehr schön, finde ich. Ich komme hier nicht wieder hoch. Ey, was war denn letztens mit Jump'n'Run, hä? Das ging... Das lief doch so gut letztens! Fuck you, Aloy! Hier außen rum. Ist schon gut, Aloy. Jump'n'Run ist nicht so deins, ne? Meins auch nicht. Verstehen wir uns. Ja, okay. Aber hättest du mir das nicht freundlich sagen können? Nee, ich spring den Abhang runter, er wird schon checken. Was bist du, Suizid? Suizid gefährdet auf jeden Fall, aber Suizid... Na komm. Jetzt muss der wirklich runter. Ja, Jump'n'Run! Was?! Da ist fucking Wasser. Okay, es ist strömendes Wasser, was eigentlich halb in der Luft hängt. Aber trotzdem, es ist Wasser. Es sollte dämpfen. Verdammt. Ja. Ich hoffe, da kommt noch ein mega heftiger Bosskampf. Da haben wir wirklich die besten Chancen für. Also ich hoffe es wirklich. Was ist denn da unten wieder Spaß? Ach, da waren wir ja schon mal, ne? Ich hoffe, er ist nicht alles gerespawnt. Haben wir nicht plötzlich noch abschließen in dieser Folge? Es geht ja nicht klar jetzt gerade. So. Komm schon, Aloy. Go, go, go. Gehen wir noch einen Stärkungstank, wenn wir schon noch welche haben. Beim nächsten Händler müssen wir echt reinhauen. Die sind wirklich gespawnt, ich glaube es ja nicht. Beim nächsten Händler müssen wir sowas von derbe reinhauen. Hui. Oh, Alter! Ich dachte schon, du fällst runter, Aloy. Mach mich schwach. Aloy. Kannst du mir mal. Ich will nur, dass der Stärkungstank nicht lange hält. Und wir dann so kein Leben haben, wenn der raus ist. Ah! Ist okay. Scheiße, verdammt! Gut noch, hab ich noch gefangen. Sehr gut. Da sind überall noch Teile rum von dem Sturmvogel. Alle übersät mit Teilen. Ja. Das bleibt von einem Sturmvogel übrig, wenn Aloy damit fertig ist. Aber mir kommt vor, dass der Sturmvogel härter war. Ich höre. Oh nee, wenn jetzt grau habe ich gekommen durch den Sender, ne? Ich bin so am Arsch. Aloy macht den fucking Sender aus. Wo ist er? Hier, das ist er doch. Mach den aus, fucking Sender aus. Wehe. Das hat niemand gehört. Danke. Ich wäre so tot, wenn jetzt auch nur Sturm habe ich da kommen. Ich wäre so fucking tot. Was können wir jetzt hier untersuchen? Kann ich hier etwa rein? Nein. Deaktiviere die Köder. Es gibt drei Stück. Da ist der nächste. Mach weg die Scheiße. Ich werde so dermaßen, dass vom letzten noch was kommt. Der letzte hier oben, oder wie? Ja. Sieht genauso aus, als würde da noch was kommen. Nee, hier oben ist er nicht. Sieht doch hier drüben lauter. Hey, Alter. Verarsch mich hier nicht. Der ist doch schon down. Ist doch hier irgendwo. Und hier wird's wieder leiser. Ich bin gerade am struggeln. Wo ist der letzte fucking Sender?
bin noch im Gebiet. Ich muss in der nächsten Folge wirklich mal mein Fenster zu machen. Das geht ja so nicht klar gerade. Ich entschuldige mich für diesen Lärm im Hintergrund. Ich schäme mich dafür zutiefst. Ich schäme mich auch zutiefst, dass ich diesen fucking Sender nicht finde. Bin ich eigentlich blind oder dumm? Also eins von beiden oder beides? Könnt ihr euch aussuchen, wenn die Kommis sind. Ernsthaft, wo ist der Sender? Da ist er doch! Mann! Versteckt. Erledigt. Da kommen gerade ich, wetten. Der lockt keine Maschinen mehr an. Und da suche ich die Werkstatt. Da kommen noch Grauerwächte, da bin ich mir sowas von sicher. Wenn da keine Grauerwächte kommen, dann fühle ich keine Horizon mehr. Nee, darf man nicht sagen, ne? Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gehört. Wie die es gehört haben, erzählt das nicht weiter. Danke. Scannen wir hier noch schnell durch. Ja, da haben wir doch was. Da haben wir doch. Aua, ey Leute, lass das. Lesen. Der Wal steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Ach, der alte, der Wal. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Da kam Grauhabichte wetten. Aber ja, Leute, diese Grauhabichte und diese Bedrohung, dieses sehr niedrige Leben werden wir uns in der nächsten Folge wiedergeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Horizon Zero Dawn. Morgen natürlich wieder um 14 Uhr täglich. Ihr wisst, wie es läuft. Kommis, Bewertungen, alles unten rein. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Ciao, Leute.